aber es gibt etwas, was sich in allen wiederholt. Ach du heilige Scheiße. Die Sammler. Die Geschichte reicht zurück bis in die Zeit des 30-jährigen Krieges. Man sagt, dass Soldaten, die ihren Dienst aufgegeben hatten, sich im kalten, dunklen Wald verliefen und dazu verdammt waren, für immer durch die Waldgründe zu streifen. Ihre Körper von ihren verdorbenen Seelen gefertigt, entstellten sich und ihr Wesen veränderte sich. Im Laufe der Jahre wurden sie oft gesehen und man beschreibt sie als gräuliche Wiedergänger. Sie ziehen still durch das Unterholz und scheuen vor jedem zurück, der sie sehen könnte. Sie werden Sammler genannt, denn es scheint, sie streben danach, lebende Geschöpfe zu stehlen. Man kann lebende Geschöpfe zu stehlen? Man kann ihren Opfern um ihr Leben kämpfen hören. In feuchten Leinensäcken, die die Sammler hinter sich herziehen und ihre Anwesenheit verraten. Welche dunklen Ziele mögen sie verfolgen? Ich verstehe, das scheint sowas wie eine Liste der Gegner zu sein. Der unbekannte Besucher. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts besuchte der bekannte Gelehrte Heinrich Cornelius Agrippa Altstadt. Er übernachtete 14 Tage im dortigen Gasthaus, während er nach Spuren vergangener Königreiche forschte. Alle bedeutenden Mitglieder der Gesellschaft nahmen von ihm Notiz und es wird in vielen Aufzeichnungen der Zeit erwähnt, eines Tages machte er sich auf den Weg, eine Höhle aus den nordwestlichen Lichtungen zu erforschen und wurde nie wieder gesehen. Es heißt, er starb etwa 10 Jahre später in Grenoble. Er streitet ab, jemals in Altstadt gewesen zu sein und man fragt sich, was damals wirklich passiert ist. Wer war dieser mysteriöse Mann, der das verschlafene Städtchen in den Wäldern besuchte und was ist ihm zugestoßen? Der unsterbliche Baron. Der Baron von Brandenburg lebt mit seiner Familie ein zurückgezogenes Leben auf seinem Schloss nahe Altstadt. Und wie es bei den meistigen adligen Geborenen der Fall ist, hat auch er nicht nur den Titel, sondern auch Gerüchte geerbt. Erforscht man die Geschichte, lässt sich nur wenig über das Schloss vor dem großen Brand im 16. Jahrhundert in Erfahrung bringen. Es wurde später von Alexander, einem Edelmann aus dem Rheinland, wiedererrichtet, der die Rolle aus dem Rheinland? Hey, Kollege! Der die Rolle des Beschützers des preußischen Staates für sich beanspruchte. Durch Alexanders Hilfe begann die Region zu florieren, wodurch er sein ganzes Leben lang hohes Ansehen genoss. Die Familie war immer sehr verschwiegen, was die Abstammung und Erbe betraf. Die Geburt und der Tod Alexanders und seines Nachkommens konnte daher nie vollständig dokumentiert werden. Das führte zu der Annahme, dass der Baron vor 300 Jahren aus dem Westen hierher kam, während der Zeit zur Besetzung hier lebte und wie die großen Führer des Landes dem begehrten Orden des Schwarzen Adlers beitrat. Puh, ganz schön viele Informationen, die wir hier erhalten im Moment. Echt übel. Okay, haben wir kein Öl mehr? Doch, wir haben Öl. Einmal Öl haben wir. Exzellent. Gut, Tür. Natürlich, abgeschlossen. Das war aber der einfache, einzige Weg hier rein. Und dieses Buch sieht so anders aus wie die anderen. Irgendwas habe ich betätigt. Was habe ich betätigt? Was habe ich denn betätigt? Was? Hä? Wo? Oh. Er hat irgendwas über zwei Sachen gelabert. Heißt das, hier steht noch irgendwo so ein auffälliges Buch. Da. Hören wir zum anderen Buch. Aber was geschieht? Sind da noch mehr? Ich sehe nämlich keins mehr. Was passiert denn? Überhaupt nicht, was abgeht. Ach, es sind drei. Okay. Aha. Es geht doch. Bingo. Puh, okay. Es war zwar zu 90% Glück, aber das gehört halt auch dazu. Gut, hier ist genug Licht. Oder auch nicht. Machen wir uns Licht. Können wir nicht anzünden. Awesome. Jetzt hören wir halt das hier an. So. Gut, hier ist ein Schrank. Schauen wir uns mal drin um. Hier ist nichts und da ist auch nichts. Gut, was haben wir hier? Ein Schlüssel! Oh, awesome. Weinkeller Schlüssel.
Zero hat mir erzählt, man könne sich in Schränken verstecken. Ich wollte das gerade nur mal überprüfen, weil die Szene gerade so gut passte. Okay. Sehr schön. Öffnen wir mal die Tür, von der wir aus ein bisschen was erkennen können. Sieht nicht so aus. Gut, liegt doch irgendwo ein Brief. Nö. Nur ein Schreibtablett. Bam. Gut, das heißt, wir haben jetzt den Schlüssel für den Weinkeller. Das ist gut. Das heißt, wir können endlich den Weinkeller besuchen. Den wollten wir ja ewig schon rein. Das Einzige, was mich gerade noch so ein bisschen stutzig macht, ist, wie ich überhaupt da hinkommen soll. Hat sich dadurch jetzt auch die Tür geöffnet? Ja, Tatsache. Gut, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt können wir in den Weinkeller. Sie rührt sich nicht. Nee, ist klar. Ist klar, ist klar. Sie hat sich aber eben noch gerührt. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo anders lang. Was? Boah! Scheiße! Was war das? 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 Ich will hier weg. Ich will hier rein. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Boah. Boah, ich glaube, mein Herz ist gerade stehen geblieben. Heilige Scheiße. Was war das? Was war das? Was zur Hölle war das? Okay, das klang nicht gesund. Was zur Hölle war es? Wir müssen da durch, wir haben keinen anderen Weg. Können wir irgendwie speichern? Nee, wir können nur speichern und beenden. Okay, jetzt reicht's, ich laufe einfach durch. Was zur Hölle? Scheiße, ich höre was. Ich will nicht zu. Oh Mami, lauf, lauf Daniel, lauf. Lauf in dein Leben, nein, hier geht's nicht raus. Da geht's raus, lauf. Lauf Daniel. Daniel, oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Boah, Leute, mein Herz gerade in diesem Moment. Oh, übel. Boah, was? Was war das? Wie viel Öl haben wir noch? Nicht mehr viel. Machen wir es jetzt mal aus. Scheiße, was war das denn? Okay, wir können jetzt in den Weinkeller. Aber das machen wir erst das nächste Mal, Leute. Ich habe genug für heute. Alle, die dieses Spiel bisher let's playen wollten und sagen, es macht einem eine Scheißangst, die haben absolut recht, ich kann nicht mehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein und Spaß.